Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ich begrüße wie immer beide Trainer auf dem Podium, Markus Kocinski und René Weiler, und bitte den Trainer der Gäste um das Statement zum Spiel. Ja, wunderschönen guten Abend. Fangen wir einfach mal an am Anfang. Wir waren, glaube ich, ganz gut im Spiel. So die erste Viertelstunde haben wir eine dicke Chance, durch Hiroki Yamada in Führung zu gehen, haben noch zwei, drei gute Angriffe, die wir schlecht ausspielen, wo durch Pässe in die Tiefe wir, glaube ich, hätten durch sein können, was man hätte besser machen können. Ja, und dann wurde Nürnberg immer stärker. Ja, also die ab Mitte erster Halbzeit dann Übergewicht für Nürnberg, auch mit guten Möglichkeiten. Da lag zum Ende der ersten Halbzeit auch so ein bisschen Tor in der Luft. Das haben wir dann mit Geschick und Kampf und ein bisschen Glück haben wir das über die Runden gebracht. In der zweiten Halbzeit kamen wir, finde ich, sehr gut raus. Haben, glaube ich, lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel gesehen mit Chancen für beide Mannschaften. Auch da hatten wir die Möglichkeit, auch ein Tor zu machen, in Führung zu gehen, auch mit dem Lattentreffer von Gaetan Krebs eine gute Möglichkeit. Ja, und zum Ende hin hat Nürnberg dann einfach auch mit ihrer Wucht und mit ihrer individuellen Klasse, glaube ich, nochmal richtig Druck gemacht. Auch da haben wir es dann aber geschafft, mit viel Wille und Einsatz und Geschick dann letzten Endes uns diesen Punkt hier redlich zu erkämpfen. Und davor ziehe ich den Hut. Wir sind jetzt zum sechsten Mal umgeschlagen. Es ist hier in Nürnberg nicht leicht. Nicht umsonst ja, hat Nürnberg, glaube ich, zu Hause ist noch umgeschlagen. Und man hat heute gesehen, warum. Und deswegen ist dieser Punkt für uns sehr viel wert. Vielen Dank. Dankeschön. René Weiler, bitte. Ja, mein Kollege hat ja das Wesentliche bereits gesagt. Ich denke, ganz allgemein, es war ein gutes Zweitligaspiel. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass da zwei Mittelfeldmannschaften gegeneinander spielen. Das 0-0 entspricht eigentlich auch nicht dem Spielverlauf. Es hätte sicher Tore verdient gehabt, dieses Spiel. Ich bin auch der Meinung, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Wir haben jetzt zwei Heimspiele, dass die beide eigentlich Siegspiele waren, aber leider nur zwei Unentschieden zur Folge hatten. Das macht uns selbstverständlich nicht glücklich. Auch nicht glücklich machen uns die Schiedsrichterentscheide, obwohl ich da jetzt nicht eine Debatte eröffnen möchte. Aber grundsätzlich muss man das akzeptieren und hartnäckig bleiben. Und wir wollen selbstverständlich so schnell wie möglich auch wieder mal einen Sieg einfahren. Wir verlieren zwar nicht mehr, aber wir spielen zu viele Unentschieden. Und die Mannschaft hätte andere Resultate verdient gehabt, auch heute Abend, weil wir richtig gut Fußball spielen und immer besser werden. Die nächste Gelegenheit bietet sich am nächsten Samstag in Berlin und auf dieses Spiel werden wir jetzt uns wieder seriös vorbereiten. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um Handzeichen. Keine Fragen? Dann Ihnen allen einen schönen Abend, den Gästen eine gute Heimreise. Auf Wiedersehen. Dankeschön.